Tja, meine Damen und Herren, wisst ihr, was es morgen gibt? Unser Community Case Opening wird morgen ab 20 Uhr im Livestream stattfinden. Jeder, der mitmachen möchte, kann das gerne machen. Also einfach rankommen, wir machen dann einfach einen Server auf, wir treffen uns alle dort und machen dann gemütlich die Kistelchen auf, hocken im Teamspeak und feiern, wenn was Cooles kommt. Die einzige Voraussetzung, um mitzumachen, ist, dass man eben selbst Kisten öffnet. Da kann man einfach ins Teamspeak kommen, bei uns auf den Server kommen und dann halt gemütlich rein. Und da ich es natürlich nicht sein lassen kann, mache ich jetzt geschwind noch eine Kiste auf, einfach schon so, um einen kleinen Vorgeschmack uns ran snacken zu können, wie das morgen wohl so abläuft. Ich würde sagen, wenn ich jetzt heute was Schlechtes zieht, kommen morgen nur gute Sachen. Das ist klar. Also außer bei mir. Ganz wichtig bei der Sache natürlich, macht ihr wirklich nur mit, wenn ihr noch Geld rumfliegen habt. Also es sowieso nicht braucht, weil wir so einen Schotter. Ah, oh. Leute, das gibt morgen nur Knives. Für so einen Schotter sollte man wirklich kein Geld raushauen, das man braucht. Also das, wie bei allen Investments und so weiter, macht ihr bitte nur mit, wenn ihr euer Geld unter Kontrolle habt und dementsprechend eben sagt, ah ja, gut, 50 Euro, wollte ich eh gerade verbrennen, los geht's. Es werden insgesamt einige Kisten geöffnet, ich glaube, es machen 10 oder 15 Leute mit. Allein das Niesel zum Beispiel will irgendwie 75 Kisten aufmachen, ich glaube, MK 35 und diverse andere eben auch noch viele, viele Kisten. Also ich denke, wir kommen wahrscheinlich auf ja, 200 bis 400 oder vielleicht sogar 500 Kisten, je nachdem, wer noch hinzukommt. Wir hatten auch am Anfang eine kleine Aktion, dass Nico, der alte Gönner, den Leuten Geld geschenkt hat oder gegeben hat, damit sie mitmachen können. Also jeder hat irgendwie einen 10er oder 15 Euro bekommen, um mitzumachen. Ich habe auch eben noch von Kipp gelesen, dass er von Nico Geld geschenkt bekommt, dass er morgen auch mitmachen kann. Extremst edel. Wer da in Zukunft gerne mit dabei sein möchte in der Planung oder eben auch in dem Vorfeld, wo man vielleicht irgendwie Geld geschenkt bekommt oder Kisten oder sowas. Ich habe jetzt eben auch Kisten noch abgegeben, damit jeder genug hat. Der kann natürlich gerne rankommen. Die Streams finden jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr statt und jeden Freitag ab 20 Uhr. Die Videos hier auf YouTube, da seid ihr ja schon. Also ne, hier haue ich auch immer Infos raus. Und natürlich ist die Steam-Gruppe sowie der Discord-Channel eben dafür da, um solche Sachen anzuteasern, anzukündigen und zu besprechen, was wir wann, wie und wo machen. Natürlich werde ich die Sachen, die ich jetzt hier in die Giveaways reinhauen, einige haben schon gesagt, dass sie das so machen wollen, dass wenn sie halt jetzt nicht so krasse Sachen ziehen, dass sie dann in Giveaways verpackt werden können von mir. Extremst edel. Vielen Dank dafür. Und ja, das war's eigentlich schon. Es ist halt nur ein Ankündigungsvideo. Achso, und wir haben übrigens, oh mein Gott, ab morgen noch dieses Bowie Knife Freehand mit im großen Knife Giveaway. Kann man auch gerne mitmachen, wie man daran teilnimmt. Erfährt man im Livestream, also ich kann es auch kurz sagen, man muss einfach im Stream sein. Also in den Stream reinkommen, da sammelt man unsere Streamwährung und mit dieser Streamwährung kann man sich dann die Tickets für dieses Knife Giveaway holen. Ganz einfach, alles komplett kostenlos. Wenn man aktiv ist, dann kriegt man schneller die Streamwährung. Wenn man einfach nur guckt, dann kriegt man sie aber auch schnell genug. Keine Sorge, ich rechne das immer so aus, dass auch wenn jemand brandneues reinkommt, der kein Geld ausgibt bei uns und so weiter und so fort, dass der auch mitmachen kann. Also ran an den Speck, meine Damen und Herren. Ran an den Speck. Wir sehen uns dann somit morgen ab 18 Uhr bei mir im Livestream auf Twitch und um 20 Uhr startet das Case Opening. Wir werden von 18 bis 20 Uhr noch ein High Game und ein Low Game machen, also CSGO gemeinsam laden und danach eben das Case Opening starten. Wir sehen uns dann dort. Haut da rein. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf